Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Two-Penny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert. Bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken, wenn wir alles haben können? Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können. Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Und somit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein Brief. Und wir machen den guten Herrn Starrick immer wütender, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie wirkt er auch gar nicht so schlimm jetzt. Oder doch? Ach, man weiß es nicht. Die Templer sind ein ganz komisches Volk. Ich verstehe die nie so richtig. Sequenz 7, starten wir. In der Politik ist alles erlaubt. Jacob und Evie haben zwei von Crawford Starricks Agenten getötet. Philip Twopenny und Lucy Throne. Doch die Templer sind noch lange nicht besiegt. Die Verschwörung um ein Attentat auf den Premierminister führt Jacob zum Parlamentsgebäude und trotz ihres Triumphs über Lucy Throne nimmt Evies Suche nach dem Eden-Grabtuch eine dramatische Wendung. Uiuiui. Werter Mr. Starrick, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater, etc., etc. B. Starrick hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopien Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Das Wort, was den Unterschied macht. Beinahe. Ein Brief. Für mich? Dum, dum, dum. Missionen für uns. Einfach so, aufgeplant. Und ich bin dafür, da wir ja gerade auch am Zug sind, werden wir jetzt hier die David und Darwin Mission machen. Oder hier Darwin und Dickens Verschwörungsmission. Monturen, Meisterassassine. Schauen wir uns mal an. Ich habe gerade nochmal hier das Kohle von der Bank geholt. Und wir gehen erstmal ins Inventory. Gürtel. Der ist neu. Ist gar nicht so hässlich, aber unser Biersammlergürtel ist einfach mal der Oberhammer. So, die Meisterassassinenrüstung. Schick. Die hat ein bisschen mehr Stil, aber die ist schön simpel und schlicht. So, die verbessern wir dann auch direkt und rüsten sie aus und dann gucken wir mal, was die Farben denn so noch Duftes mit der Rüstung anstellen können. Nö, nö, nö. Ja, das könnte man machen. Ja, Weinrot ist immer so ein bisschen. Nee. Das sieht aus, als ob wir Star-Lord wären. Was soll denn das? Schwarz, rosa, purpur. Violett. Fuchsis, mitternachtsblau. Wir nehmen das Ubisoft-Blau.
Das finde ich blau-grün, ist nämlich auch nicht so schön. Schwarz ist jetzt auch öde. Lassen wir das mal so. Herstellung, können wir was Neues machen? Ausrüstung? Achso, ja, hier der andere Handschuh. Herstellen tun wir den, aber mehr auch nicht. Der Vollständigkeit halber. Tada! Na, sind wir nicht... Sexy Dudes. Gehen wir mal in die Sonne und gucken, wie da die Rüstung wirkt. Ja, kann man tragen. Ist nicht mein Favorit, aber kann man tragen. Ja, da hätte man auch einfach an der Seite lang rupfen können. Eigentlich müssen wir die Mission ja auch noch machen. Hey! Chaye Luchen Appentat! Chaye Luchen Appentat! Das war auch wieder so ein schwerer Mord. Okay. Einfach nur um Seilrutschen Attentate zu machen. Tragen. Ach, ihn wollte ich jetzt eigentlich nicht, wollte die Kiste haben. So, das wäre Nummer 1. Das war Nummer 2. Tada! Und? Gibt's Erfahrung? Jupp, reicht trotzdem noch nicht für die nächste Stufe. So, dann wollen wir weiter zu der Dickens und Darwin Mission. Ach, dann kletter da nicht hoch. Gehen wir halt darüber und dann die Leiter hoch. Treppe. Leiter. Die City of London. Hab dich. Dover Dieb. Was? Schnell weg. Der will meine Augen essen. Oh, guck mal. Nee, alles gut. Ich dachte gerade, da steckt einer am Boden. Hat sich wohl allein gelöst, das Problemchen. Klar. Wir hüpfen mal runter und landen direkt im Dreck. So, Darwins Orchidee. Hi, besorgen Sie Darwins Orchidee von den Docks. Mein junger Freund, entschuldigen Sie mein Benehmen, aber ich muss Sie um etwas bitten. Eine Lieferung erwartet mich an den Docks. Eine seltene Orchidee, die den weiten Weg von Madagaskar hierher kam. Aber es gibt ein Problem. Einer meiner Mitarbeiter will diese Blume für sich selbst. Er hat Schläger geschickt, um sie abholen zu lassen. Können Sie das glauben?
Mhm. Und Sie müssen diese Blume unbedingt vor ihm nachholen. Dann versuchen wir mal unser Glück. Nein! Du Boot, du! Verdammt, Jacob! Geschafft. Ja, wo will ich mal wieder weg hier? In einer Kutsche zu Darwin zurückkehren. Dann müssen wir erstmal irgendwo hochkommen. Das sieht ja gut aus, dass wir hier die Säule hochkommen. Entschuldigen Sie, ich bräuchte Ihre Kutsche. Vielen Dank. Die ist auch schnell. Wenn wir mit einer Kutsche zurückkehren sollen, dann sollen wir bestimmt gleich mit dem guten Herr Darwin weiterfahren. Ja, juhat! Da-dan, 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 der Jacob auf sein Pony kommt geritten, wie gelitten. Harte Kurve, ups, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte niemanden verletzen. Mein Pferd ist völlig verrückt geworden. Mach langsam. Sachte. Ernsthaft. Er fährt doch nicht mit, okay. Ach, danke, mein junger Freund. Danke. Diese kleine Orchidee mag belanglos erscheinen, doch sie birgt einige Geheimnisse, die unser gesamtes Verständnis der Natur verändern könnten. Es wäre schändlich gewesen, sie zu verlieren. Schändlich in der Tat. Vielen Dank. Mhm. Ja. Unser gemeinsamer Freund. Die Missionen gehen also weiter. Und wir werden uns jetzt aber der nächsten Story-Mission widmen. Wir werden die nächste Story-Mission wittern. Story. Naja, Attacke mit Kutsche. Dann, 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 dann. Wer fällt ein? Ja. Oh, der Mitfahrer hatte, glaube ich, ein bisschen Angst. So, Planänderung. Ach Gott, Greeny. Darf ich dir ins Gesicht schlagen? Fährst du meine Schwester an? Unglaublich. Eine neue Entwicklung hat sich bei Ivys Suche nach dem Ebengrabtuch ergeben. Na, dann zeig mal her, Greeny.
Dun 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 dun. Assassinen haben Klingen. Sagen Sie mir nochmal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Evie Fry. Miss Fry, Maharaja Dulep Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Dachte ich mir. In der Power. War das ein bisschen? Nein, war es nicht. War nicht too much. Ah, ah. Na los, ich will weiter, ich will weiter. Bum, bum, bum. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Evie, tue ich das gerne. Nun? Ach, stirb einfach. Suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Und knutschen rum! Pass auf dich auf. Oh, kein Abschiedsbussi. Was hat er denn da für Latschen an? Nein! Na toll, wir haben keine Messer mehr. Okay. So, ich hab euch beide. Du machst einen Scheiß. Ich dachte, ich hätte sie gesehen. Du hast niemanden gesehen. Guck. Niemanden. Oh, die Frau ist einfach das Brutalste überall. Das sind sie nicht. Wie können wir ihn als Dings benutzen? So, gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein, zwei Messerchen kriegen. Was machst du denn hier? Wieso stehst du hier und lachst? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Ja, hopp runter. Hm.
Na, haben wir hier einen Eingang auf der Seite? In den Sack geboxt. Nein. Leben kommst du hier nicht wieder raus. Opiumplage. So, die bekriegen sie alle schön gegenseitig. So, da wollen wir rein. Und haben wir es hier? Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Na toll. Du bist ein Arschstück. Weil du hast mit uns gesprochen, du das Leben. Dann gehen wir mal Henry finden. Henry. Der wird wahrscheinlich gerade abtransportiert. Oder umgebracht. Oh. Er hat sich gewehrt. Ah, die Kinder haben es gesehen. Sichtbare Fußabdrücke, wie die eine Wache hinterlassen hat, die offensichtlich schwerer als die andere war, aber etwas getragen hat. Oder jemanden. Was habt ihr gesehen, Kids? Du gehörst zu Claras Kindern. Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das eiert ganz schön rum. Okay. Ich brauche leider die Kutsche. Als ob ein Besoffener gefahren wäre. Sieht aus wie zwei Kutschen. Der Wagen wurde abgedrängt. Die müssen es eilig haben. Ja, hier ist wieder was kaputt gefahren. Gutes Mädchen. Mit Menschen überfahren sie auch. Und sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Komm, Pony, rückwärts. Bin bestimmt irgendwo links reingebogen. Oder da vorne steht die.
jetzt nur noch Henry finden. Entschuldige bitte. Hallo, werte Dame. Nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ach. Los Leute, kümmert euch mal drum. Zu verfüttern. Okay, der erzählt irgendwie nichts. Wer zum Teufel ist das? Die Rückschlag auf sie! Halt's Maul! Niemand nennt mich Schlampe. Zeit, irgendwann von den mit hängenden Fässern zu töten. Na ihr? Hey du. Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hat. Das sollte doch zu sein. Es waren wieder diese Rotzlöffel. Ganz sicher, ich hatte das richtig weh. Dann gehen wir mal runter hier. So, durchsuchen wir mal hier die Kanalisation. Irgendwo muss er ja sein. Zu sehen. Alarm! Der Anführer! Du sagst es! Schnauze! Erholt er sich? Ich weiß nicht. Wir haben ihn ziemlich böse erwischt. Er war zu schnell. Ein Scheiß hast du mich. So, komm mit. Alles okay, alles wird gut. Ivy, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben sie sie? Hat man ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Was ist mit den Plänen? Die sind verloren. Ivy, das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Na. Oh toll, die riesige Markthalle. Henry ist kein Kämpfer. Bist du wirklich so schwach?
Menschen auf dem Dach. Ja, kommt mit. So, schnell raus hier. Na, haben wir es geschafft? Sieht ganz anders aus. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde, das Gewölbe ihres Darek sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Genau, sie hat einen Bruder. Pur Bruna Rache freigeschaltet. Und mit diesen erfolgreichen Beenden der Mission möchte ich mich auch schon wieder verabschieden aus der heutigen Episode von Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Das würde mich glücklich stimmen und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen in einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen wunderbaren Resttag und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und haut rein. Ciao.